So, aber die und Gräser beim Gartengießi, was machen wir heute? Ja, ich zeige euch heute, wie man professionell ein Hecht auf drei verschiedene Arten und Weisen zubereitet. Ey, das verfolgt die Eier ab in die Spülküche, ja du Rotzwäffel, ja, schade. Ihr habt es mitgekriegt, ich bin heute nur zum, ist schon gut, Frankie, komm her. Es ist natürlich so, wir sind beim Frankie. Ich bin heute zum Abspülen da und der Frankie zeigt euch heute drei tolle Rezepte, wie man Hecht zubereitet. Was gibt's? Heute haben wir einen Hecht im Ganzen, einen Hecht als Filet und einmal Hecht in der Suppe. Ich hoffe, es kommt gut an bei euch und hoffe auch, dass es genügend Nachahmer findet. Lasst euch schmecken. Gut. Freunde, kurze Aufmerksamkeit. Wir haben ein bisschen längeres Video dieses Mal und in der Beschreibung ist alles in Kapitel unterteilt. Also wenn euch jetzt zum Beispiel bloß die Fischsuppe interessiert, könnt ihr da direkt hinklicken. So, jetzt geht's aber weiter. Gut, wir werden anfangen mit dem Hechtfilet, oder? Frankie, erklärst du uns mal ganz kurz deine Zutaten, was du schon alles wunderschön hergerichtet hast? Mach ich. Bitte nicht erschrecken. Das, was ihr jetzt seht, ist das, was wir für alle drei Rezepte brauchen und nicht was für eins. Also alle Zutaten, die hier sind, reichen für alle drei Gerichte, die wir heute ausprobieren werden. Wir haben hier einen roten Reis, es gibt auch einen Wildreis, den brauchen wir für die Fischsuppe. Wir haben einen Speck, da werdet ihr sehen, dass das eine ganz tolle Kombination ist mit Hecht und Speck. Cocktailtomaten kennt ja jeder, etwas bayerische Peperoni, Zwiebeln war so jeder. Dann Staudensellerie, Champignon, dabei ist es völlig wurscht, ob die jetzt gelb, grün, blau, braun oder weiß sind. Dann haben wir hier vorne Petersilienwurzel, Sellerie, das kennen vielleicht manche nicht. Das ist so eine bayerische Spezialität, nennt sich Spitzkraut oder Spitzkohl. Gehört natürlich zu den Kohlarten, ja. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen was. Dann haben wir Kartoffeln, die haben die Mainzelmännchen heute Nacht schon geschält. Gelbe Rirben oder Karotten, Limetten, Basilikum. Und hier haben wir etwas Chili, Kurkuma, Oregano, Rosmarin, Estragon und Thymian. Wir blenden euch die ganze Zutatenliste ein und wie immer findet ihr dann das auch alles in der Videobeschreibung. Aber jetzt würde ich sagen, ich hab Hunger. Legen wir los. Wir legen los. Machen wir. Okay, die Hauptdarsteller sind da. Dieses Mal von Frankie gefangen, nicht von mir. Petri ein. Petri Dank. Wie man den Fisch so schön hinkriegt, perfekt filetiert und alles, das haben wir ja schon mal in einem Video gezeigt, das verlinkt bei euch dann da oben. Okay, wir haben Hechtfilet, wir haben ein Hecht im Ganzen. Mit dem Filet geht's los, oder? Na, jawohl. Dann leg los. Was muss man machen? Liebe Freunde, nicht erschrecken, wir haben jetzt den ganzen Hecht, wir haben jetzt Hechtfilet. Ich wollte das jetzt nur mal demonstrieren vom Größenunterschied her. Wir haben im Rezept heute als erstes das Hechtfilet und dann machen wir weiter mit dem ganzen Hecht. Nur für euch, jetzt kann ich es noch zeigen, nachher nicht mehr. Hier haben wir ein Hechtfilet, das von mir schon grätenfrei filiert wurde, von einem Hecht mit ca. 92 cm, 93 so um den Dreh, 12 Pfund. Ihr seht jetzt schon anhand dieses Filets, was das, mit hier mit Bauchlappen, was dieses Filet und wie viel das größer ist als praktisch hier von diesem. Und der hat genau 70 cm und 4 Pfund. Das heißt, es ist die originale oder die optimale Größe für einen Küchenhecht. Ja? Ja, 69,5 oder? Ja, 8. Okay. Auf alle Fälle, den sehen wir nachher. Ich wollte euch das bloß demonstrieren. Wenn ihr das jetzt anschaut, wie viel Filetanteil bei so einem Fisch ist, wenn er bloß 20 cm größer ist als der hier, was da draus schon wird. So, jetzt fangen wir an. Wir haben hier unser Filet. Das verteile ich jetzt. Die Portionsangaben im Rezept sind für 4 Personen. Wir haben gesagt, pro Person ca. 250 Gramm Hechtfilet. Das ist schon reichlich bemessen. Normalerweise würden 200 auch reichen. Eins sei noch ganz kurz gesagt und das gilt für alle Angaben, ob die jetzt im Rezept sind, den Fisch betreffend oder ob das irgendetwas mit dem Gemüse zu tun hat. Nagelt euch jetzt nicht fest, ob das 200 Gramm sind oder 250 Gramm oder 180 Gramm oder sonst irgendwas, das ist völlig wurscht. Und wenn da steht 2 Karotten, dann nehmt halt 2 Karotten, wo ihr meint, die sind genau richtig für das, was ich machen will. Denn das ist eine Karotte und das ist eine Karotte. Ja? Wenn ich hiervon jetzt 2 Stück habe, dann wäre das ungefähr ein Fünftel von der hier. Und wenn ich hiervon 2 Stück habe, dann wäre es vielleicht zu viel. Also denkt an den Mittelweg.
Einfach mit ein bisschen Hirre dabei sein, genau. Funktioniert das schon. So, jetzt schneiden wir mal hier. Keine Angst, wir schneiden jetzt hier bloß 4 Portionen runter. Der Rest findet auch seine Verwertung, weil wir, wie gesagt, nachher ja noch die Fischsuppe machen. Jetzt schneiden wir mal 4 schöne Portionen runter. So, manche werden sich jetzt fragen, warum fängt der jetzt schon mit dem Fisch an? Gibt es bloß Fisch? Was macht er dann dazu? Hintergrund ganz einfach, ich würze den Fisch jetzt schon, dann kann das Gewürz, in diesem Fall auch bloß Salz und Pfeffer, schön in den Fisch einziehen. Und wenn wir den nachher braten, hat er schon einmal ein bisschen von diesem Gewürz aufgenommen. Das hier tue ich wieder zur Fischsuppe, dazu wie gesagt später. So, richten wir uns ein kleines Blech her. Hier haben wir Salz und Pfeffer, hier haben wir bloß Salz. Natürlich etwas Salz- und Pfeffermischung, nicht übertreiben. Und ihr seht hier schon an dieser Tasche, dass das natürlich ein grätenfreies Fischfilet ist oder Hechtfilet. Die Tasche hat den Vorteil, ich kann auch drin würzen und das dicke Rückenstück kriegt auch ein Gewürz ab. So hat man mal einen Geschmack auch innen drin, genau. Bloß im Außen. Wer möchte, es gibt kein Muss beim Kochen. Ja? Es gibt nur tolle Ideen und wichtig ist, dass ihr euch einfach auch was traut. Der kann jetzt hier auch noch ein Petersil rein tun und was weiß ich was, was ihm so einfällt und was ihm gut schmeckt. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich will ja nur zeigen, wie die Grundzubereitung geht. So, schon gewürzt. Den stellen wir jetzt zur Seite, brauchen wir nachher. Wie flott das ist bei dem alles geht. Immer wieder. Baff. Was? Wenn ihr das jetzt gemacht hättet, das hätte ganz anders ausgesehen. So, der Fisch ist gewürzt, der nutzt die Zeit jetzt zum Durchziehen. Wir nutzen die Zeit jetzt, um das herzurichten, was uns noch fehlt. Und im Rezept steht, mit Kraut, Speck, Zwiebeln und Kartoffeln. Dann fangen wir mal an. Hier haben wir einen weißen Speck, einen Rückenspeck, der ist geräuchert. Manche sagen auch grüner Speck. Dann haben wir hier, wie man sowas herstellt, gibt es bei mir auch im Video. Ich habe das mal mit der Wollsau gemacht. Richtig. Dann wäre er noch, etwas dicker. Ja. Ja. Hier haben wir den durchwachsenen Speck, Bauchspeck, ganz einfach, ebenfalls geräuchert. Bitte nicht wundern. Hier haben wir den oberbayerischen Speck. Bitte nicht wundern, Speck passt hervorragend zu Fisch. Nicht nur zum Hecht, aber insbesondere zum Hecht. Werdet ihr, wenn ihr das nachkocht, selber noch merken. Jetzt richten wir uns einmal alles her, damit wir in die Pötte kommen hier. So. Wir haben Hunger. Und es geht nicht so genau. Ihr seht selber, man schneidet jetzt da 3-4 Scheiben runter. Oder vielleicht auch 5. So, da sind wir sehr großzügig. Mit Kleinigkeiten sind wir immer großzügig. Hier haben wir natürlich noch die Schwarte drauf, Obacht geben, die muss entfernt werden. Ja. Bitte nicht in die Finger schneiden bei dieser Geschichte. Es geht jetzt wunderbar, weil dieser Speck sehr fest ist. So, hier haben wir die Schwarte, die kann man noch zum Krautkochen, zu was anderem hernehmen, bitte nicht wegschmeißen. Auch hier schneiden wir uns, hoppala, das war's, 5 Scheiben runter. So. Und dann jetzt nicht, muss ich das jetzt in 2 cm schneiden oder in 3 cm, das ist völlig wurscht. Irgendwo zwischen 0,5 und 5 cm schneidet es. Wie albern, so genau geht's nicht. So genau geht's nicht. Und hinterher freut man sich, wenn man einfach mal im Essen so ein schönes Stück Speck hat. So. Hier genauso. Natürlich kann man jetzt drüber diskutieren, noch feiner wäre auch nicht schlecht. Und der andere sagt, na, noch gröber. Nein, wir machen es so und fertig aus. So. Wir wollen uns ja auch nicht ewig mit dem Speckschneiden aufhalten, sondern es geht ja weiter. Dieser Speck bildet jetzt die Grundzutat, natürlich mit, richtig, Zwiebeln. Zwiebeln hatten wir auch schon irgendwo, Moment,
vorgeschält. Auch die Meinzelmännchen. Was? Ja, fleißige Meinzelmännchen. Auch jetzt nicht in feinste Würfelchen schneiden, sondern nein. Einmal hier und dann. So. Hier ebenso. So, wunderbar. Es muss nicht immer alles fein sein, püriert sein und sonst irgendwas, sondern es darf schon noch eine Konsistenz haben, die man auch spüren kann. Wir haben alle noch Pimmel im Bauch. Und bitte nur den Zwiebel, nicht die Finger, weil das passt farblich nicht so dazu. So, haben wir hier unsere Zwiebeln. Die tun wir gleich mit zum Speck dazu. Auch brauchen wir gleich. Es werden einige wieder sagen, mein Gott, der hat ja den Zwiebel auf dem gleichen Brett geschnitten wie den Speck. Ja, weil es der Zwiebel völlig wurscht ist. Ja? So, jetzt kommen wir zu etwas, jetzt muss ich das hier mal tauschen, dass der Kameramann eine bessere Position hat. Wir gehen jetzt aufs Gemüsebrett und richten uns etwas her, was in Bayern schon fast zur Grundnahrung dazugehört, nämlich... Gibt's ein Bier? Oh. Gute Idee. Nämlich unser Spitzkraut. Und hier auch wieder, Spitzkraut gehört zur Kohlfamilie. Ihr könnt jetzt, wenn ihr kein Spitzkraut kriegt, nehmt ein Weißkraut oder ein Wirsing. Ja? Das ist völlig wurscht, es muss kein Spitzkraut sein. Aber es schmeckt halt gut. Wer es kriegt, nehmt das Spitzkraut, passt. Spitzkraut, ich mache schon das Messer sauber. Spitzkraut ist ein bisschen milder als ein Weißkraut. Oder? Habe ich da recht, Frankie? Und zarter. Und zarter ist es auf jeden Fall. Also ich nehme es zum Beispiel auch ab und zu mal zum Sauerkraut machen hier. Ganz eine gute Sache, zum Einlegen. Messer ist sauber. So, jetzt steht im Rezept wieder, oder in der Zutatenliste, 500 bis 800 Gramm. Ja, habe ich extra geschrieben, nagelt euch nicht immer auf diese Gewichtsangaben fest. Der Kopf, der hat jetzt fast 2 Kilo. So. Wir nehmen halt die Hälfte, dann haben wir 1 Kilo und das tut auch keinem weh, wenn wir da jetzt 1 Kilo nehmen. Wir schneiden den Strunk raus, das war jetzt etwas zu knapp. Schneiden wir nach. Schneiden wir nach. So. Jetzt. Machen wir das schon mal. Dann. Ganz einfach. Einfach in Würfel schneiden, in Rechtecke. Wer viel Zeit hat, schneidet es in Rauten. Aber wie gesagt, das ist dem Krautkopf auch wurscht. Ja? So. Es soll so sein, dass wir einfach hinterher etwas haben, wo wir sagen können, jawohl, das ist ein Kraut. So, die Vorbereitung schaut schon mal ganz gut aus. Dann, was brauchen wir noch? Wir könnten uns jetzt in der Zwischenzeit natürlich, Kartoffeln haben wir schon geschält, die Kartoffeln schneiden und ansetzen und ich würde sagen, das machen wir jetzt, weil zeitlich wird es höchste Zeit, dass wir die Kartoffeln zum Kochen bringen, weil der Hecht und das Kraut dauert nicht so lang. Bis gleich. Kartoffeln sind geschält, geschnitten und im leicht gesalzen. Salz ins Wasser leider nicht vergessen. Die können wir jetzt schon mal hinstellen. Wenn die dann das Brodeln anfangen, dann ist das ein Zeichen für uns, dass wir schneller werden müssen. Der aufmerksame Beobachter wird jetzt festgestellt haben, in der Zutatenliste stehen aber noch Cocktailtomaten drin. Richtig, die richten wir uns jetzt her. Ja, ganz einfach, solche Cocktailtomaten, es müssen nicht die runden sein, es können auch die Datteltomaten sein, es können etwas größere sein, es können Cherrytomaten sein, es kann völlig wurscht. Ihr könnt es auch weglassen, wer keine Tomaten will. Ich will ja nur zeigen, was gut zusammenpasst, was schmeckt und was fürs Auge auch gut ausschaut. Heute ist ein Fast. Aber es ist einfach sehr lebend, kochen. Und fischen. Ja. Falsche Reihenfolge, erst fischen. Werde ich gleich berichtigt. So, Tomaten sind gewaschen. Dann haben wir natürlich Bleche ohne Ende. Daheim nehmt bitte eine Schüssel. So.
Dazu später. Wir haben jetzt das hergerichtet, den Speck, die Zwiebeln, das Kraut. So. Nein, ich werde das Brett jetzt nicht waschen und nicht desinfizieren. Ich traue mich, dass ich die Tomaten auf diesem Brett wieder herrichte, weil da stirbt kein Mensch. Ich will auch kommt Sezam. Wir halbieren einfach die Cocktailtomaten. Und bitte nagelt euch jetzt da nicht an der Menge fest, sondern wer meint, der tut ein bisschen mehr rein, der tut halt ein bisschen mehr rein und wer ein bisschen weniger rein, der tut ein bisschen weniger. Ja? Also ich tue immer ein bisschen mehr rein. Mehr ist gut. Mehr ist gut. So geht es mir beim Bierkauf immer. Ich kaufe auch lieber eine Kiste mehr als eine weniger. Wir haben das System mit dem Hamstern verstanden, gell? Auf die Jawohl. Sachen konzentrieren. Genau. So. Wunderbar. Stellen wir wieder da dazu. So. Jetzt haben wir unsere Tomaten. Dann, was brauchen wir noch? Ein bisschen Petersil. Frisch vom Feld. Ich wollte jetzt bloß nicht rausgehen. Ein bisschen Petersil abzupfen. Darf ruhig ein bisschen vom Stiel mit dran sein. Natürlich nicht das hier unten, das Dummer. Das kennt ihr vom Fischfond herstellen. Das ist zum Beispiel ein typischer Bestandteil für einen guten Fischfond. So Petersilienstängel, optimal. Ja. Zum Fischfond kommen wir nachher noch. Werdet ihr sehen. Viele von euch haben ja das Video gesehen mit dem Hecht. Nachher zeige ich euch dann, wie der Fischfond weiterverarbeitet wird. So. Jetzt ganz kurz, wieder ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Finger. Das Messer in Wiegetechnik einfach hier den Petersil schneiden. Und nein, er muss nicht fein sein wie Mehl und er muss auch nicht, was weiß ich was, so, zwei, dreimal hier einfach durchpacken, reicht völlig. Ja? Einfache Küche, nicht komplizierter wie nötig, ganz einfach zum Ziel kommen. Gleich geht's weiter. So, im Rezept steht natürlich auch, oder in der Zutatenliste, Schnittlauch drin. Jawohl, schneiden wir einen Schnittlauch noch mit rein. Und ihr seht selber, es wird nicht so fein. Man darf auch sehen, dass es noch ein Schnittlauch ist. Ja. Bloß ganz soll es dann halt nicht rein, weil das ist dann beim Essen immer ganz komisch. So, auch hier, den können wir zur Petersilie tun. Wir fahren vorsichtig über das Brett und kratzen nicht den Dreck vom Brett ab, sondern vorsichtig. So, jetzt haben wir alles soweit. Jetzt wandern wir dann rüber zum Herd. Und da zeige ich euch eine kleine Besonderheit. Soll ich das mittragen, oder? Nimm mal mit. Nimm mal mit. Gut, du hast gerade eben gesagt, wenn die das Blubbern anfangen, müssen wir Gas geben. Wie geht's weiter? Jetzt wird's Zeit. Deckel drauf. Deckel drauf, okay. Deckel drauf, weil die Platte haben wir auf 5, die tun wir gleich da rüber, da ist es nicht so dramatisch. Die kochen da jetzt weiter, in der Zwischenzeit richten wir unser Kraut her. Das heißt, wir beginnen mit dem Speck. Die Pfanne, ihr seht sie schon, qualmt schon leicht. Wir fangen mit dem weißen Speck an und braten in dieser Pfanne schön langsam den weißen Speck. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Das hat schon seinen Grund. Aus dem weißen Speck tritt beim Erhitzen dementsprechend viel Speck aus. Und diesen Speck, den wollen wir jetzt nicht unbedingt in unserer Weißkraut- und Zwiebelmischung haben, sondern dieser Speck hilft uns nachher, da braten wir das Hechtfilet in diesem Speck, in diesem ausgelassenen Speck an. Und ihr werdet feststellen beim Essen, das lohnt sich. Dieser kleine Aufwand lohnt sich. Man muss halt dabei bleiben und aufpassen, dass dieser Speck nicht kahl brennt. Aber ja, brutal, was da schon rauskommt. Aber ihr seht, da läuft richtig die Soße raus. Boah, ist das dass ehrlich. Ihr innerhalb kürzester Zeit aus diesem Speck auch dementsprechend Fett austritt. Riecht hervorragend. Ja, wir werden dann gleich die Lüftung einschalten müssen. Also wenn es jetzt etwas lauter wird, nicht wundern, das ist die Lüftung, weil wenn wir das nicht machen, seht ihr uns beide nicht mehr. Und das bringt ja auch nichts. Ich glaube, es ist soweit.
startet da die Voyager, oder? Die kommt. So, ihr seht selber, schaut mal, wie viel Fett da austritt. Und dieses Fett brauchen wir nachher. Dafür brauchen wir dann kein Öl mehr, kein Butterschmalz, kein sonst irgendwas mehr, wenn wir die Hechtfilets anbraten. Ja? Und der Geschmack ist wirklich hervorragend. So, wenn der Speck dann schon mal leicht braun wird, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Weil dann hat er so gut wie alles von seinem Fett verloren. Ja? Und jetzt brauchen wir ja nur diesen Speck. Den können wir jetzt entweder, wir tun ihn mit so einer Schöpfkelle, mit so einer Schaumkelle, mit Löchern aus dem Fett rausheben. Es gäbe auch eine andere Möglichkeit, wir hätten das Fett auch abgießen können, aber so geht es auch. Wichtig ist auch, dass das nicht zu heiß wird, dass uns da nichts verbrennt. So, was machen wir jetzt? Wir heben uns das Fett auf und schaut mal, wie viel das ist. Also es ist schon ganz schön. Weiter machen wir gleich mit dem durchwachsenen Speck. Wer daheim eine Lüftung hat, die ins Freie führt, der hat einen klaren Vorteil dem gegenüber, der bloß eine Umluftlüftung in seiner Küche hat. Also hier sieht schon wieder was. Gott sei Dank. Ein Schuss tun wir da dazu. Nicht zu viel. Ein paar Tropfen, weil aus dem Speckbrett bei Weitem nicht so viel Fett aus oder Speck wie beim anderen. Ihr seht ja auch, den hat es ganz schön zusammengezogen. Den lassen wir auch langsam braun werden. Nicht zu stark, das muss gar nicht sein, weil der schmeckt so schon. Dann tun wir hier unsere Zwiebeln dazu. Na, so. Dünst mal schön an oder braten es an. Darf ruhig anbraten, darf braun werden, kein Problem. Würzen tun wir die Zwiebeln etwas mit Salz und Pfeffer, weil durch den Speck, das reicht nicht ganz aus, um uns da an Geschmack in die Zwiebeln reinzubringen. Ich habe gerade eine Phase hinter mir, wo ich vegan lebe oder gelebt habe. Ich habe Tränen in den Augen. Ich bin gerührt. Das riecht so gut, Leute. Unsere Salz-Pfeffer-Mischung. Natürlich könnt ihr jetzt auch mit der Mühle drehen. Das ist jedem selber überlassen. Der Einfachheit halber haben wir es so. Oh, wird's mal einfach ein bisschen. Das Ganze ist etwas aufwendig, aber es lohnt sich. Ich glaube dir aufs Wort, dass ihr das lohnt. So wie das jetzt schon ausschaut. Das lohnt sich wirklich. Und wie der Sie jetzt schon. Herrlich. Und wer das einmal gemacht hat, der wird es immer wieder machen. Und keinen Aufwand scheuen. Wenn das dann ausreichend gebräunt ist, dann tun wir das einfach wieder zu unserem Speck hier dazu, weil jetzt ist es ja wurscht, wir können ja das alles wieder zusammentun. Das ist jetzt komplett gegart, das ist, hat Geschmack genommen, dadurch, dass es ein bisschen angebräunt ist. Passt, wunderbar. So, in der Zwischenzeit nehmen wir schon mal die Pfanne, der Einfachheit halber, heizen wir die hier gleich vor. Weil wir müssen uns ja noch um unser Weißkraut kümmern oder um unser Spitzkraut oder um unseren Würsing. Völlig egal. Nehmt das, was dann wirklich mit. Genau.
Ach Gott, sauf der Lehrer, wo schon wieder das nächste Mal trifft in der Hammer auf 10-5-Mal-Nummer. Nein, nein. Jetzt nicht. Wenn es ungefähr so ausschaut, ist es in Ordnung, ist es absolut passend. Dann haben wir nämlich auch die Aromen durch die Röststoffe. So soll es sein, so soll es ausschauen. Nächster Schritt, wir werden unser Weißkraut anbraten. Dazu brauchen wir eine etwas größere Pfanne, weil ihr seht ja selber die Menge. Ja, muss ja da reingehen. Ja? Sollte. Jetzt können wir natürlich auch wieder unseren Speck hernehmen zum Anbraten. Können wir, müssen wir aber nicht. Aber wir haben ja genügend. Ja? Bitte auch immer dran denken, wenn ihr was anbraten wollt, erst die Pfanne heiß werden lassen. Das bringt nichts, wenn ich jetzt das Weißkraut da reinlege und das dauert jetzt einmal 3 Minuten, bis es da drin überhaupt zum Blubbern anfängt. Das bringt gar nichts. Dann brät es nicht, dann kocht es. Genau. Man kann ja die Menge auch auf 2-mal machen. Wer keine größeren Pfannen hat oder wem das einfach zu viel ist, der macht es halt auf 2-mal. Es muss nicht auf 1-mal in diese Pfanne, sondern macht man es halt auf 2-mal. Und wer gar keine Pfanne hat und bloß so ein Ding, der macht es halt dann auf 3-mal. Geht genauso. So, langsam fängt es an zu rauchen. Gott sei Dank. Dieses Weißkraut braucht nicht allzu lang, denn es ist im Rohzustand. Hoppala, sagt er. Es ist im Rohzustand ja schon. Los weg. Wir haben genug. Ja, ja. Das ist im Rohzustand ja schon ganz zart. So, wir hören schon. Tut sich was. Hoppala. Man könnte jetzt natürlich mit dem Ganzen auch gleich in den Topf gehen. Ich wollte euch das zeigen, wie es halt ist, wenn man das anbrät. Dann kriegt das Ganze einen wunderbaren Geschmack durch diese Röststoffe, weil das Kraut gebraten, ihr seht schon, es wird, nimmt langsam Farbe an. Schmeckt einfach genial. So, jetzt sind wir soweit. Würzen wir das Ganze noch ein bisschen mit Salz, Pfeffer, was auch hervorragend noch reinpasst. Ein Schuss Muskat, wer es mag, ja, gar keine Frage, muss aber nicht unbedingt sein. So, in der Zwischenzeit haben wir uns einen Topf geholt. Jetzt geben wir alles in einen Topf. Speck dazu, Zwiebeln dazu, und zwar beide Specksorten. So, jetzt haben wir hier das Kraut mit Speck. Jetzt haben wir aber aufgeschrieben mit rahmigem Speckspitzkohl oder beziehungsweise Speckkraut. Das heißt, wir brauchen da jetzt noch irgendwas dazu, irgendeine Soße. Oder dass das rahmig wird. Das machen wir jetzt. Wir stellen den Topf wieder auf die Platte. Soll ich rühren? Scheider, du rührst, als dass du wieder an der Flasche hängst. So. In der Zutatenliste steht drin, mit Mehl oder Reismehl. Reismehl könnt ihr nehmen, wenn jemand allergisch ist gegen ein Weißmehl. Meistens ist ein Weißmehl das Weizenmehl und viele Leute sind dagegen allergisch. Wer das nicht verträgt, diese Mehlsorte, der bindet eben mit Reismehl. Ich habe hier jetzt ein griffiges Mehl, dazu sage ich euch später noch was. Doppelgriffig,
lösch hier einfach oder du ein bisschen was von dem Mehl drüber. Verrühre das Ganze, weil wir haben ja Mehl und Mehl bindet Fett. So. Und jetzt, obwohl es gar nicht im Rezept steht, einfach ein Schuss Weißwein, aber keinen 2 Liter Brückenglück, sondern an Scheiden Weißwein, ja, den man auch trinken kann. Ja. Brückenglück, das ist gut. Ja, so, und das Rahmige an der Sache kommt sofort. Ich komme Brückenglück, eindeutig. So. Mit etwas Sahne. Ihr seht selber, Qualitätsprodukt, die hat schon abgerahmt. Wunderbar. Ich zeige es nochmal kurz. Eine wunderbare Geschichte. Wer jetzt sagt, ich hätte gerne etwas mehr Soße, mir ist es mit viel Soße lieber, der wird einfach, vom letzten Mal haben wir gesehen, wie man Fischfond zubereitet, der geht in den Kühlschrank und holt sich den Fischfond, den man natürlich schon einen Tag vorher rausgetan hat, dass der auftauen kann, denn das ist etwas zu dick, ja, macht nichts, wir haben ja alles. Das ist unser Fischfond vom letzten Mal. Haben wir einfach eingefroren. Wow, der ist sogar noch geliert richtig schön. Ihr seht es. Absolut hochwertig. So, für solche Sachen prima. Jetzt haben wir unser rahmiges Kraut. Und das stellen wir uns jetzt bloß warm. Das muss jetzt nicht kochen, weil es ist schon gar, es soll ja auch noch einen Biss haben. Also jetzt bitte nicht weiter kochen lassen, sondern bloß noch warm stellen. So, unser Weißkraut steht hier. Kartoffeln sind gleich fertig. Pfanne steht schon da. Wir braten jetzt den Hecht. Wir kommen zum Finale. Es wird spannend. Lehrbuhr, hol mal den Hecht. Jawohl. Fakati. Ich habe eingangs erwähnt, ich sag ganz schnell was zum Mehl. Manche mehlieren den Fisch vorm Braten, manche nicht. Ich mehliere ihn, insbesondere Filets, die ohne Haut sind, denn wir schützen durch das Mehlieren die Haut etwas, es bleibt der Fisch innen saftig und der wird auch schön braun. Wenn der Fisch eine Haut hat, zum Beispiel ein Zanderfilet, muss nicht unbedingt mehliert werden. Ja? Aber wir haben ja hier ohne Haut. Dann noch ein Wort zum Mehl. Am liebsten nehme ich doppelgriffiges Mehl zum Mehlieren der Fische vorm Braten. Doppelgriffig heißt, es ist ein Mehl, was man zwischen den Fingern spürt. Ich zeige euch gleich den Unterschied. Das hier ist Mehl Typ 405. Wenn wir das jetzt nehmen, ihr seht selber schon, da tut sich wenig. Ja. Das ist so fein gemahlen, wenn ich da jetzt den Fisch hin tue, dann papp ich richtig eine dicke Mehlschicht auf den Fisch, das will ich nicht. Hier habe ich das andere Mehl und das rieselt mir schon raus. Ja? Und man sieht dann auch hier, dass es praktisch von der Konsistenz her ganz anders ist. Ihr seht die feinen Körnchen und wenn ich jetzt das mahle, dann merkt man einfach, es ist griffig. Und dieses Mehl nehme ich. Bei uns in Bayern gibt es da einen Wiener Griesler, so nennt man das. Woanders, ja, doppelgriffiges Mehl, das geht auch. So, dann nehmen wir jetzt unser ausgelassenes Fett vom Speck in die Pfanne. Und ihr seht mal, wie viel das ist. Das reicht leicht, ganz leicht. So, wir mehlieren unseren Hecht und jetzt nicht andrücken, sondern wirklich bloß im Mehl wenden, abklopfen und dann braten. Wir geben den vorsichtig ins Fett und ich sage jetzt gleich noch einen Sicherheitstipp. Wir haben hier ein glühend heißes Fett.
Nehmt den Fisch so in die Hand, dass er ihn so in die Pfanne legt. Wenn der euch jetzt wegrutscht, spritzt das Fett daraus. Wenn ihr das Ganze so macht, dann spritzt euch das Fett hier raus und ihr verbrennt euch fürchterlich. Also immer vom Körper weg in die Pfanne legen oder seitlich, aber nie zum Körper hin. Sonst gibt es Braten im Bauchspeck. Sonst gibt es gebratenen Bauchspeck und das Fett ist wirklich heiß. Ja? Immer daran denken, vom Körper weg in die Pfanne legen. Passiert euch nichts. Das Ganze dauert jetzt circa 7 bis 8 Minuten. Ich sag mal so, also insgesamt. So nach 4 Minuten ungefähr werden wir den einmal vorsichtig wenden. Und es spricht auch nichts dagegen, dass ihr den Fisch zweimal wendet. Ja? Wer jetzt meint, ja, aber dann ist der ja gar nicht mehr glasig. Wir sind hier beim Hecht und Hecht glasig ist nicht so der Hit. Auch Karpfen glasig ist nicht der Hit. Das geht bei Lachs, bei Forellen, bei Zander und bei Edelfischen, die aus dem Meer kommen. Aber bei Hecht und Karpfen, auch bei Weißfischen, rate ich von glasig ab, weil das schmeckt nicht. So, schauen wir mal nach. Wir haben 4 bis 5 Minuten. Ja, maximal. Na, haben wir nicht einmal. Drehen wir mal um und ich glaube, es kann sich sehen lassen. Das macht doch Lust auf mehr. Bloß bitte nicht zu heiß werden, sondern lieber etwas zurückschalten. Oder auch mal die Pfanne zur Seite stellen, weil die Pfanne genügend Resthitze hat. Der Fisch soll uns ja nicht verbrennen. Es hilft uns nichts, wenn er außen dunkelbraun ist und innen roh. Das will kein Mensch haben. Lieber eine Minute länger. So, jetzt sind 8 bis 10 Minuten vorbei. Wir haben den Hecht gewendet. Er schaut wunderbar aus. Es wird höchste Zeit, dass wir zur Fertigstellung des Gerichts kommen. Das heißt, wir machen uns jetzt noch ein paar Kartoffelchen zurecht, etwas Butter in die Kartoffeln, je nachdem welche Kartoffeln ihr mögt, ob das jetzt eine Petersilie-Kartoffel, eine Schnittlauchkartoffel, eine Butterkartoffel, eine Salzkartoffel, eine Kräuterkartoffel, eine völlig wurscht, macht das, was euch schmeckt, ganz egal, oder was gut ausschaut, auch was bei den Leuten oder bei euren Gästen gut ankommt. Im heutigen Fall machen wir jetzt einfach mal ein paar Petersilie-Kartoffeln. Butter in die Kartoffeln, dann ein bisschen Petersilie. Wer jetzt möchte, kann auch noch ein bisschen nachsalzen, wenn die Kartoffeln zu schwach gesalzen sind. So, dann haben wir unseren Hecht, der ist fertig. Den ziehen wir jetzt auch zur Seite. Jetzt widmen wir uns noch unserem Kraut ganz kurz. Das Kraut soll ja auch schön ausschauen. Und ihr wisst, vorhin haben wir uns unsere Cocktailtomaten hergerichtet, wir haben uns den Petersilie hergerichtet und den Schnittlauch. Einfach ganz zwanglos dazu. Die Tomaten, die brauchen wirklich nicht lang, also da muss man keine Rücksicht drauf nehmen. Kommen wir einfach zum Schluss, ne, dass sie dann kommen zum Schluss rein, genau. Und dann haben wir auch noch mit dem Wein zusammen noch die geforderte Säure, die das Ganze auch einfach geschmackiger macht. So, und kaum haben wir das geschafft, kommen wir schon zum Anrichten. Und am besten ist es, ihr richtet es auf einer schönen Platte an, das schaut immer gut aus. Weil da, wenn ich jetzt einen Suppenteller nehme, das bringt jetzt nichts. Wie heißt es so schön, das Auge isst mit. Ja. Hier haben wir unsere Kartoffelchen. Halt, wenn wir fahren den zuerst hier. So. So. Unser Kraut. Ein schönes Stück vom Hecht. Dazu. Vor
vorsichtig, dass man sie nicht kaputt macht. Ein paar Kartoffeln. So. Dann, ich bin ein großer Fan von Limette. Einfach eine Limette anlegen. Ich wünsche guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Okay, Runde 1 ist durch. Sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Jetzt geht es weiter mit dem ganzen Hecht im Ofen. Wir zeigen euch auch wieder, die Zutatenliste wird einblendet und wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Frankie, leg los. Wir legen los. Der Vorteil von dem Rezept, was wir jetzt machen, ist das. Oft hat man ja eine ganz klitzekleine Küche. Man hat wenig Platz. Man kann nichts abstellen. Man ist am Umeinander durch, wo mache ich denn das? Und dann tät man sich aber trotzdem gerne mal ein paar Freunde einladen. Wir haben heute, oder was heißt heute, sondern wir haben für euch ein Rezept. Wie mache ich einen Hecht im Ganzen? Vorteil an der Sache ist das, ich brauche lediglich ein Backblech, am Backofen, ein Brädel und natürlich die Zutaten. Aber ich brauche sonst auf dem Ofen eigentlich gar keinen Platz, weil wir lediglich später noch eine Soße machen und das ist wirklich ein Kinderspiel. Werdet ihr sehen? Lasst uns loslegen. Wichtig ist jetzt, wir brauchen zuerst einmal ein Backblech. Und ich bin heute super fair. Das ist ein Backblech, was in einen ganz normalen Haushaltsofen reingehört. Also wir gehen jetzt nicht in den Gastronomieofen, der dann mit, was weiß ich, Heißluft, Dampf und so weiter arbeitet, sondern ich mache das ganz normal in einem Ofen, den jeder daheim hat. Denn mein Ofen hier unten, der hat nicht einmal Umluft, sondern er hat bloß Ober-Unterhitze. Und das war's. Und jetzt zeige ich euch, was wir denn da machen können. Wir haben, wie gesagt, diesen ganzen Hecht heute und da legen wir mal los. Unten setzen wir unser Gemüse rein. Wie gesagt, wir können alles auf einem Blech machen. Das heißt, wir haben unsere Beilagen auch schon mit auf dem Blech drauf. Danach kommt der Hecht. Wir fangen mit den Beilagen an. Da haben wir die Zwiebeln, Karotten, Petersilwurzeln. Dann vom anderen Rezept ist natürlich noch ein Kraut übrig. Kartoffeln. Später kommt dann noch der Gutgelaunte dazu hier, der hier. Ja. Und natürlich unsere Tomaten, aber dazu später. Jetzt schneiden wir das alles zusammen und tun es auf das Blech drauf. Und was ihr da zuerst zusammenschneidet oder wie auch immer und wie groß, sage ich euch, kein Thema. Legen wir los. Und jetzt bitte nicht solche Trümmer da rein, weil die werden euch nicht fertig, bevor der Hecht fertig ist. Also man muss das schon ein bisschen schneiden. Und ihr werdet sehen, das dauert nicht lange, das braucht auch nicht viel Zeit. So, bei denen gehen wir jetzt her und schneiden einfach ein bisschen die dicken Enden ab. Das sind die Petersilwurzeln. Dann schneiden wir es ebenfalls in so große Stücke wie die gelben Rirmen oder wie Karotten oder Möhrchen oder was weiß ich was. Und da geht es jetzt nicht so genau. Ihr müsst jetzt nicht mit dem Lineal abmessen, 3 mm, 5 mm, 8 mm. Nein, müsst ihr nicht. Zwiebel ist immer gut. Das müssen wir natürlich ein bisschen wegschneiden, das macht keiner. Auch hier ist es jetzt wurscht, ob die jetzt einen halben Zentimeter groß sind, die Stückerl, oder ob die einen Zentimeter groß sind, das ist sowas von egal. Drauf aufs Blech. Upsa. Weißkraut mit dazu. Oder Spitzkraut oder Wirsing, je nachdem. Da kennt ihr auch Sachen raus da aus eurem Kühlschrank. Außer die Streichwurst, die muss jetzt da nicht rein. Und natürlich ein paar Kartoffeln.
immer gute Sättigung. Und auch bei der Kartoffel ist es völlig wurscht, wie groß die geschnitten ist. Bloß wie gesagt, keine ganzen oder halben Kartoffeln. Ja? Hauptsache es wird durch. Das ist der Hintergrund. Es kann ja nicht sein, dass der ganze Fisch schon durch ist, aber unsere Beilagen noch nicht. Also das will ja keiner. Auf der Zutatenliste seht ihr, dass Lauch und die Tomaten später kommen. Warum? Weil einfach der Lauch, der würde jetzt verbrennen, da hätte man lauter so schwarze Dinger auf dem Blech droben und die Tomaten wären Matsch. Das wollen wir ja nicht haben. Deswegen kommt der Lauch, wie gesagt, der gut gelaunte Lauch und die Cocktailtomaten später dazu. Nach Möglichkeit, wenn ihr ein tieferes Backblech habt, dann nehmt das tiefere Backblech, weil mit dem flachen, da kann es sein, dass euch da ein bisschen zu viel oben drüber läuft, weil wenn der Fisch noch dazu kommt, dann wird es immer saftig und dann zirkt es Flüssigkeit und wenn das dann im Backofen überläuft und verbrennt, dann habt ihr bloß eine Riesensauerei und sagt, was hat denn der uns für einen Schmarrn verzählt. Also bitte, wenn es möglich ist, nehmt ein tieferes Backblech. Kennt ihr die Ähnlichkeit? So, jetzt hat wieder. Wer das erste Rezept ausprobiert hat mit unserem Hecht mit Weißkraut, der wird mit Sicherheit festgestellt haben, dass es sich lohnt, Hecht und Speck gemeinsam zu verarbeiten. Allein schon, weil das zwei Aromen sind, die sich hervorragend verstehen. Und gleiches machen wir hier auch. Nicht nur aus dem Grund, damit wir hier ein saftiges Gemüsebett kriegen, sondern wir haben eingangs ja auch gesagt, ohne großen Aufwand, ganz einfach alles auf einem Blech inklusive Sättigungsbeilage, sodass man wirklich auch ein Minimum an Platz braucht. Ihr habt keine drei Pfannen und zwei Töpfe auf dem Herd stehen, sondern das kommt alles ins Rohr rein und das wäre eine super Sache, das werdet ihr sehen. Und weniger zum Spülen. Und zum Spülen weniger. Ach, das ist ja wunderbar. Lauter Gewinner. Ja. So, das Ganze mischen wir jetzt ein bisschen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Würzen. Das heißt, wir brauchen ja auch keine Kunststücke, sondern ganz einfach Salz und Pfeffer. Und dann, im Gegensatz zum ersten Rezept, noch einige Kräuter. Doch dazu gleich. Jetzt würzt man das Ganze, wie gesagt, Salz, Pfeffer. Darf schon ordentlich gewürzt sein. Bloß bitte nicht versalzen, der Speck gibt ja auch noch was ab. Ein bisschen durchmischen. Dann etwas Rosmarin. Und Oregano. Mit dem kriegt es natürlich so ein bisschen eine mediterrane Note und schmeckt auch hervorragend. Mehr braucht es jetzt gar nicht. Auf das kommt jetzt dann unser Hecht drauf. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Leer mal die Finger weg! Hol mal den Hecht! Mache! Ja, du Sau, und da kann er ja kein Fix saufen, kann er auch, das ist ein Rotaugen und kein Hecht, ja, du Hund, wo er ich hol ihn her. Du ein Hecht, darf da nicht vor sein. Ich hab ihn. Herrschaftszeit, nichts als Ärger mit den Lehrbuben, ja? Endlich einmal. Sag einmal, glaubst du, was geschafft, ein Hecht ist. Gut, wie geht's weiter? Jetzt legen wir los, jetzt bin ich wieder beruhigter. So, wir haben... Wir haben unseren Hecht, wie gesagt, einen Küchenhecht, der jetzt ideal geeignet ist für die Zubereitung im Ganzen. Denn ein Hecht mit 1,20 Meter brauchen wir im Ganzen nicht mehr zubereiten und wenn er jetzt bloß so groß ist, das bringt es auch nicht. Das ist das optimale Küchenmaß, so zwischen 60 und 75 cm so um den Dreh passt. Der hat jetzt genau 4 Pfund gehabt. Und jetzt sage ich euch, was macht man denn mit dem Hecht am besten, wie geht's? Am schönsten, am leichtesten für euch. Wer jetzt ganz viel Wert drauf legt, dass
der Kopf und der Schwanz bei diesem Fisch mit dranbleiben, weil er besondere Gäste hat und es servieren möchte, der möge den natürlich auch dran lassen, den Kopf und den Schwanz, hat allerdings zur Folge, dass man auf diesem normalen Haushaltsblech den Fisch so nicht draufkriegen, sondern wir müssten ihn dann biegen. Wäre jetzt aber auch kein Problem. Gehen wir mal davon aus, wir lassen ihn ganz. Dennoch würde ich einiges vorbereiten bei diesem Fisch und das zeige ich euch jetzt gleich. Der Hecht hat ein Gewicht von ca. 4 Pfund. Das Gemüse und der Hecht hat ungefähr die gleiche Garzeit von dem, was geschnitten ist. Ich würde jetzt dazu raten, den Hecht einfach auch einzuschneiden. Ganz einfach aus dem Grund, weil man sich dann nachher, wenn der fertig ist, viel leichter damit tut, den zu zerlegen. Außerdem noch ein wichtiger Punkt. Bringe ich in diese dicke Rückenpartie an Geschmack rein, und zwar ganz einfach. Wir schneiden hier oben am Rücken den Hecht ein. Ihr kommt gar nicht weiter als bis zur Mittelgräte, also bis zur Wirbelsäule. Ja. So, wunderbar eingeschnitten, ganz hervorragend. Schneidet zurück so weit vor ihr, wie ihr kommt. Und dann seht ihr hier schon diese dicke Rückenpartie, das Rückenfleisch vom Hecht. Wenn wir jetzt gar nichts machen würden und legen den einfach so aufs Blech drauf, dann haben wir da drin überhaupt gar keinen Geschmack. Genau das wollen wir aber nicht. Und warum soll man denn hier nichts schneiden? Das heißt, wir fangen schon mal an, wir nehmen unser Salz und Pfeffer und dann wird sich hier schon mal sauber oben rein. Ja? Dann habe ich schon einmal einen Geschmack mit drin. Dann, was können wir noch machen? Wir haben schon vom gespickten Hecht, vom speckumwickelten Hecht, vom was weiß ich was, Hecht mit Speck und sonst irgendwas gehört. Hauptsache Speck. Es gibt nichts Besseres als ein Speck da oben zum Nador. Weil die Rückenpartie einfach diesen Speckgeschmack aufnimmt und das ist eine ganz feine Sache. Ob ihr da jetzt lange Scheiben reinsetzt, ja, die wunderbar hier oben drin zur Geltung kommen, oder ob er den jetzt klein schneidet und dann sagt, na, mir ist es lieber, ich fülle den ein bisschen schonender und mit weniger Speck, ja, dann macht's das, gar keine Frage, es gibt da keine Vorschriften. Also ich bin für mehr Speck. Genau, und der schmeckt ja hinterher auch hervorragend. Also das ist ja wirklich etwas, wo man nicht unterschätzen sollte, was dieser Speck hier in diesen Fisch für einen Geschmack reinbringt. So, und wem das jetzt noch nicht genug ist, der kann natürlich auch sagen, gut, tue jetzt einen Petersil dazu und dann Zwiebel und was weiß ich was. Man kann natürlich auch sagen, gut, das tue ich jetzt von unten rein. Ja. Andere wiederum fragen jetzt, und das ist berechtigt, ja, bleibt denn der Hecht dann überhaupt stehen, wenn ich den auf ein Blech setze? Ja, der bleibt schon stehen, da zeige ich euch gleich nochmal einen Trick. Wir haben hier unsere Kartoffelchen, die fleißigen Mainzelmännchen schon geschält haben. Und jetzt nehme ich einfach so eine Kartoffel. Dann schaue ich mal, wie schaut das aus mit der Bauchhöhle von dem Hecht. Und dann stelle ich fest, aha, geht ja ganz gut. Schneide hier von dieser Kartoffel unten etwas ab. Das setze ich die Kartoffel hin. Ja. Und habe nachher die Möglichkeit, hier auf dieses Blech den Hecht auf diese Kartoffel zu setzen und der fällt mir während des gesamten Garvorgangs im Ofen nicht um. Natürlich muss ich den Hecht auch innen würzen, was wir ja auch machen. Außen würzen. So. Kann ich bei dem Hecht, nehmen wir wieder unseren Petersil her, haben wir ja große Auswahl, einfach hierher gehen, Petersil in den Hecht, ich drehe jetzt nochmal so zur Kamera,
Petersil in den Hecht, dann können wir auch hergehen und nochmal eine. Frankie hat mir erwähnt, dass der natürlich geschubbt sein muss. Ich, dass irgendwann noch das mit dem Ungeschubbten macht. Gut, ja, das haben wir jetzt natürlich vorausgesetzt. Dabei ist es gar nicht so zum Voraussetzen. Ich habe auch erst nicht etwas gesehen, wo man einen ganzen Hecht ungeschubbt in den Ofen gegeben hat. Also, das ist nicht so der Hit. Voraussetzung ist natürlich, dass dieser Hecht A ausgenommen wurde, B geschubbt wurde, absolut sauber ist und dann kann ich diesen Hecht, ich habe sogar hier, wie ihr sehen könnt, die Kiemen entfernt. Ja. Bei unserem Video Fischfang haben wir gezeigt, Kiemen raus. Es kamen einige Fragen von euch, warum die Kiemen raus. Die hat der Gies auch richtig beantwortet. Kiemen machen den Fischfang bitter und vor allem, er schaut auch unappetitlich aus. Er kriegt einen Grauton und von dem ganzen Fisch ist das, wo am meisten Bakterien behaftet ist, sind einfach die Kiemen. Also die tut man raus. Das ist einfach so. So, jetzt hat, können wir hier ein paar Zwiebelchen reinsetzen. Ja. Dann nehmen wir die Kartoffel, müssen wir bloß schauen, wo setzen wir unseren Fisch hin. Nehmen diesen Fisch mit dieser Kartoffel, gehen rüber und biegen ihn auf dieses Blech. So, dank dieser Kartoffel fällt uns der Fisch auch nicht um, egal welchen Garzustand wir erreicht haben. Ja. Gut, hier oben den Speck, den haut es uns jetzt ein bisschen raus durch die Krümmung vom Fisch, das ist jetzt aber nicht das Problem. So, und jetzt können wir diesen Fisch schon mal in den Ofen tun. Wie gesagt, wir haben einen ganz normalen Ofen, Ober-Unterhitze. Ich sage jetzt ca. 200 oder 210 Grad Ober-Unterhitze, ungefähr eine Stunde in dieser Größenordnung. Je größer der Fisch, desto länger. Ja? Was wir auch noch machen können, dass wir einfach noch mit einem guten Öl ein bisschen hier drüber gehen, über das Gemüse. Und wir haben ja nachher immer noch die Möglichkeit, mit etwas Fischfond und nachzuarbeiten. So, das kommt jetzt in den Ofen. Natürlich in den vorgeheizten Ofen, weil bis so ein Ofen warm ist, das dauert ja seit Zeit lang. Okay? Da sehen wir uns in einer Stunde wieder. Gut, der Hecht ist im Ofen. Jetzt geht's an Soßen, oder? Soße und wir richten uns auch ganz schnell den Lauch und die Cocktailtomaten her, weil die kommen später dann noch damit dazu. Alles klar. Los geht's. So, bloß ein paar. Das muss jetzt nicht unglaublich viel sein. Gewaschen haben wir sie vorhin schon. Wer aufmerksam zugeschaut hat, nicht, dass da Kritiker sagen, der nimmt die einfach so her. Machen wir nicht. So. Und wenn wir es wurscht halbieren. Das essen ja eh wir. So, dann nehmen wir natürlich unseren gut gelernten Lauch. Hier ist er, völlig kopflos. Wir schneiden den ungefähr so groß, wie wir vorhin unser Gemüse geschnitten haben. So, das heben wir uns auf für nachher. Jetzt kommen wir noch zur Soße. Wir haben geschrieben, wir machen eine kleine oder eine pikante, wohlschmeckende Knoblauchsoße dazu, weil die passt einfach da hervorragend dazu. Das Ganze ist eh schon ein bisschen so mediterran gehalten, mit dem Rosmarin, mit dem Oregano und so weiter. Machen wir einfach eine Knoblauchsoße. Hierzu haben wir die Knoblauchzehen, die tun wir ein bisschen schneiden, gar nicht so fein. Man darf schon merken, dass es sich um einen Knoblauch handelt da drin. So nicht wie ein Melonensalat mit ganzen Früchten, sondern ein bisschen klein schneiden muss man schon noch. Gell? Melonensalat mit ganzen Früchten. Ja. So, noch eine Zwiebel dazu. Bloß gut, dass es die Mainzelmännchen gibt. Zwiebel. Mancher wird jetzt sagen, nein, da schwitzt man doch zuerst oder da macht man doch zuerst die Butter heiß oder das Öl. Ja,
Kann man, wenn man will. Kann man. Muss man nicht, kann man. So, jetzt sind wir wieder zurück am Herd. Wir haben unseren Knoblauch, unsere Zwiebeln und dann Butter in das Töpfchen gegeben. Jetzt machen wir in der Zwischenzeit, während unser Hecht da unten im Ofenrohr schwitzt, schon mal die Soße. Weil wenn die fertig ist, brauchen wir die nachher bloß noch mal kurz warm machen. Und dann haben wir überhaupt gar keinen Stress. Wir brauchen keine Sättigungsbeilagen, die wir hier oben noch herrichten und Gemüse und sonst irgendwas. Das Einzige, was wir noch machen, sind wie gesagt die Cocktailtomaten und der Lauch. Weil da kommt noch ein bisschen Balsamico dazu, dass das noch ein besonderes Aroma gibt. Das tun wir dann einfach noch auf dem Blech verteilen und schieben das dann nochmal für 10 Minuten unten rein. Ein bisschen Mehl dazu. Wie gesagt, für Allergiker Reismehl. So, und jetzt sind wir wieder bei unserem Fischfond. Weil, bevor wir jetzt hier mit Wasser aufgießen, haben wir ja unseren Fischfond. Und das ist wirklich klasse. Nochmal einen Schuss Weißwein dazu. Jetzt hört er nochmal den Koch. Jo, es ist ja noch was da. So, umrühren. Zum Schluss dann unsere Sahne. Das Ganze wird natürlich auch wieder mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ja, wer möchte dann, oder zum Abrunden, eine Prise Zucker, auch keine Frage. Ja, das war jetzt der Zucker hier, das war Salz und Pfeffer. So, das Ganze lassen wir jetzt mal aufkochen, dann schauen wir, wie weit sind wir denn. Müssen wir es noch dünner machen? Oder müssen wir es verdünnen etwas oder müssen wir nochmal nachbinden? Und das Ganze darf ruhig rustikal sein, deswegen sind hier unsere Zwiebelwürfel auch etwas bräuner geworden. Ja, aber das ist darum, aber das ist durchaus erlaubt. Ja? Jetzt sieht man schon, wie es abbindet. Ja, jetzt bindet es ab, jetzt wird es dicker. Es schaut ganz danach aus, als wenn wir nochmal mit einem Fischfond aufgießen müssten. Was aber keine Schwierigkeit ist, weil da haben wir genügend. Nein, es ist kein Wasser in diesen Behältern, es ist tatsächlich Fischfond. Und ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, immer abschmecken, immer probieren, wo bin ich denn, muss noch ein bisschen Salz rein, muss noch Zucker rein, was fehlt noch, oder vielleicht noch ein Schuss Wein. Nicht einfach sagen, passt schon, sondern immer probieren, wieder probieren, nochmal probieren. Ja. Und erst dann, wenn es euch schmeckt, dann ist es auch so, dass man das einem Gast servieren kann. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Noch ein Schuss Sahne dazu. Manche erschrecken immer bei einem Schuss. Ja. Aber das hat in der Dimension der Küche eine ganz andere Bedeutung. Also kein Fingerhut, sondern es darf auch mal ein Viertel Liter sein. Ich hab schon gemerkt, du schießt nicht mit dem kleinen Kaliber, sondern gleich mit dem Panzer. Ja, mir reißen Löcher. Jawohl. Da hat er mal keinen Löffel nicht da gelassen, ansonsten hätte ich es schon probiert. Aber ich glaube, er wollte keinen. So, dass wir das Ganze auch Corona-konform abschmecken, kriegst du einen Löffel. Juhu. Und ich einen, sonst nehmen wir immer einen, aber das machen wir heute nicht. Man merkt den Fischfond, aber ich würde trotzdem genau noch etwas nachsalzen. Ja. Auch ein Schuss Weißwein würde, glaube ich, noch ganz gut tun. Aber dann meine ich, sind wir auf einem guten Weg. Das lassen wir jetzt noch mal ganz kurz aufkochen, weil nur wenn es dann aufgekocht hat, dann sehen wir, ob es wirklich so gebunden hat, ob die Konsistenz so passt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir ganz leise sind, dann hören wir es hier unten schon brutzeln. Mhm. Ja, grad, ja. Da können wir dann mal kurz reinschauen mit der Kamera. So, jetzt kommt's. Kocht auf. Konsistenz passt.
Wir stellen es einfach zur Seite, weil das brauchen wir nachher. Stellen wir schon mal eine Pfanne hin, bloß für unseren Lauch und die Tomaten. Sollen wir mal einen Blick da unten reinwerfen. Okay. Sesam, öffne dich. Aha. Es brutzelt schon. Der Speck bräunt sich. Jawohl. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn die Nummer durch ist, passe ich da nicht mehr rein. So. Der Kamerad hier unten im Rohr, der ist gleich fertig. Jetzt kommt zum Finale noch etwas. Wir machen unsere Tomaten-Lauchmischung. Ganz kurz Olivenöl in die Pfanne, in die heiße Pfanne, nicht in die kalte. Aber das seht ihr selber. Zwei, dreimal durchtränken. Auch ganz kurzlos mit Salz, Pfeffer würzen. Etwas Zucker drüber zum Karamellisieren. Der Lauch darf ruhig noch einen Biss haben. Einfach mit einem Schuss Balsamico, wie man weiß. Abschrecken. So. Stellen wir zur Seite und kommt gleich unten auf unseren Ofenheck. So, das Finale naht. Tun wir noch ein bisschen Basilikum mit dazu. Dann tun wir mal unseren Hecht aus dem Ofen raus. Und ich glaube, es schaut gar nicht schlecht aus. Wunderschön. Jetzt kommt das noch drüber. Und es duftet. Mhm. Wahnsinn. Es duftet. So. Klar, an den Rändern ein bisschen braun, das macht ja nichts. So, ihr seht den Speck. Und was jetzt auch ein großer Vorteil ist, wenn er das jetzt auf den Tisch stellt, jeder kann sich jetzt hier die Beilagen rausnehmen. Ja. Und durch das, was wir hier oben aufgeschnitten haben, ist er bereits ganz einfach zum Zerlegen. Holen wir mal einen Teller raus. So, wir können hier ganz einfach hinterm Kopf ansetzen. Ja, ihr seht schon, hier oben ist offen. Wir können uns praktisch, seht ihr das, hier alles richtig abschälen. Wunderbar können wir hier oben oberhalb der Wirbelsäule abschälen und haben schon mal gar kein Problem, dass wir vom Rücken her durch den Fisch durchkommen. Und ich kann euch eins sagen, es duftet hervorragend. Wir können natürlich hier auch die Flosse rausziehen, wenn sie denn geht. Wenn nicht, dann lassen wir sie einfach drin. So. Und jetzt einfach mit der Gabel Portionen abstechen. Ist natürlich eine Schau am Tisch. Gell? So. Dann ganz einfach von diesem Schmorgemüse etwas dazu. Ein bisschen hoppala, etwas größeren Abstand einhalten. So. Zum Abschluss noch unseren Petersil in die Soße rein. Eine feine Knoblauchsoße dazu. Guten Appetit! Gut, zwei absolut leckere Sachen haben wir jetzt schon gehabt. Jetzt kommt Phase 3, da freut es mich am allermeisten drauf, auf Fischsuppen. Also, legen wir wieder los, oder? Red nicht so viel, ich hol mir jetzt meinen Fisch auch selber, der ist unmöglich hier. Zack, ja, die Klopsch. Ist mit meiner Leistung nicht zufrieden heute. Wird das halt noch einen gefüllten Tintenfisch machen. So, jetzt hat.
So, jetzt fangen wir wieder an und zwar bei unserem dritten Rezept oder bei unserer dritten Zubereitungsart. Wir haben eingangs gesagt, wir legen los mit, oder wir verwenden heute unsere Hechtfilets. Natürlich grätenfrei, denn stellt euch einmal vor, wir haben ein Hechtfilet oder überhaupt Fischfilet, wo jetzt nicht grätenfrei wäre. Ihr esst eine Suppe und bei jedem Löffel schauen euch schon 10 Spießchen an. Dann sagt da jeder, ne, das wollen wir jetzt nicht. So, wir machen eine Hechtsuppe und ihr seht es ja schon an der Art, wie der jetzt da liegt. Es ist wiederum ein grätenfreies Hechtfilet. Ja? Bevor wir jetzt zum Gemüse kommen, wir tun jetzt das mundgerecht in mundgerechte Stücke schneiden, würzen und lassen das dann ein bisschen abseits stehen, weil in der Zeit kann das schon ein bisschen durchmarinieren. Und das ist ganz wichtig, dass das Fleisch, das Fischfleisch eben durchmariniert, weil das dann ganz einen anderen Geschmack hat. Ich zeige es euch. Und ihr merkt es schon, es knirscht nichts und es knackt nichts. Denn hier ist nichts mehr drin. Wir nehmen das Fleisch wieder zurück aufs Blech. Es muss jetzt auch keine Schüssel sein oder ein Topf oder sonst irgendwas. Nein, gleich zurück auf das Blech. Und mit was würzen wir am liebsten? Natürlich mit Salz und Pfeffer. So. Und das lassen wir dann so lange marinieren, bis wiederum dieses Fischfleisch zum Einsatz kommt. Weil wir haben davor schon noch ein bisschen Arbeit, wenn wir schmackhafte Fischsuppe nachher kredenzen wollen. So, bis gleich. Jetzt kommen wir zur Fischsuppe. Der Fisch ist geschnitten und gewürzt. Erster Schritt, in der Zutatenliste steht Tomaten, Reis, Zwiebeln und so weiter und so fort. Und so fangen wir auch an. Wir schneiden gleich mal unsere Zwiebeln. Und hierbei ist die Größe der Würfel auch nicht so entscheidend. Das ist gar nicht so wichtig. Natürlich gleich in einen Topf rein, dementsprechend die Größe. Wer sich jetzt wundert, dass das für 6 Leute ein großer Topf ist, ja, stimmt. Aber wir machen heute auch ein bisschen mehr. Oft hat man im Kühlschrank noch ein paar Tomaten übrig, die sehr wach sind, wo man sagt, was mache ich denn mit denen, Tag Salat will ich keinen mehr haben und oh, was mache ich denn und soll ich es wegschmeißen? Na, schmeißt es nicht weg, macht so Fischsuppen. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten der Zubereitung, gar keine Frage, aber hier passen sie rein und ich hatte gerade noch ein paar übrig. Dann haben wir gesagt, so, die nehmen wir gleich mit her für die Fischsuppen. Ja? Wir fangen deswegen jetzt so an, weil die Tomaten, die können ruhig verkochen in dieser Fischsuppe. Die brauchen wir jetzt nicht als feste Einlage oder als, ja, als unglaublichen Bestandteil, sondern hier geht es eigentlich eher um die Säure und darum, dass wir auch ein bisschen Farbe mit reinbringen. So. Wir haben jetzt Tomate, Zwiebel, dann kommt Olivenöl, nicht zu knapp. Und was haben wir noch? Wer es möchte, es ist kein Muss, sondern nur wer es möchte, er kann bereits jetzt ein bisschen an Reis dazugeben, aber wenn Reis, dann nur an entweder Wildreis oder einen roten Reis oder lila Reis. Wir haben jetzt hier einen roten Reis, tun wir mal ein bisschen was rein davon. Ja, den darf man gleich am Anfang mit rein tun, weil er hat wirklich eine relativ hohe Garzeit. Das stellen wir jetzt auf den Ofen. So, liebe Freunde, in der Zwischenzeit, während da unsere Tomaten, die Zwiebeln und der Reis schon langsam der Hitze ausgesetzt werden und den Garprozess annehmen, schneiden wir uns jetzt unsere Zutaten für unsere Fischsuppe. Kartoffel, würde ich sagen, schneiden wir ganz einfach in Würfel, ähnlich wie bei einer Gulaschsuppe. Und alles, was jetzt hier so ist, hat ungefähr die gleiche Garzeit. Deswegen tun wir auch alles auf einmal in irgendeine Schüssel rein. Also, unsere Kartoffeln haben wir geschnitten in Würfel.
Karotten muss jetzt nicht unbedingt in Würfel sein. Wir wollen ja Kurkumiersuppen machen, sondern wir wollen ja Fischsuppen machen. Hierzu rate ich euch jetzt, weil die Karotten ja rund sind, schneidet es an einer Seite einfach eine Scheibe ab, so wie es ich gerade gemacht habe, stellt es hin und dann habt ihr eine Basis. Dann wackelt dieses Ding nicht hin und her. Und dann kann ich weiterarbeiten hier. Dann kann ich weiter schneiden. Und immer weg vom Finger. Ja? So, jetzt habe ich eine Karotte. Jetzt kann ich hergehen und schneide die einfach. Weil in der Suppe ist es völlig wurscht, ob das Dreiecke sind, ob das rund ist, ob das viereckert ist, rechteckert, sonst irgendwas. 3 mm, 5 mm, na, es ist sowas von wurscht. Es soll halt bloß gut ausschauen. Ja? Und natürlich schmecken, das ist richtig. Also eine Seite abschneiden, auf die andere Seite legen und schon habe ich einen Stand. Und dann kann ich weiterarbeiten. Ich könnte es jetzt auch mit der Aufschnittmaschine schneiden, aber wer von euch hat schon eine Aufschnittmaschine? Das, wir wollen ja schließlich mit fairen Mitteln euch etwas vermitteln. Jetzt hat er einen rausgeholt, ja? Ja. Vermitteln hätte ich hier dann sagen müssen, gell? So. Bei den Petersilwurzeln, da gilt das Gleiche. Hoppala, da fehlt noch einer. Einmal noch, so. So, Sellerie, weil wir haben ja den Staudensellerie auch noch und der ist ebenso sehr geschmacksintensiv. Ja, hat da schon was, muss man ganz ehrlich so sagen. So, dann haben wir den auch. So, und ihr seht schon, es sammelt sich an, es wird mehr und mehr. Und hier ist etwas, was viele unterschätzen, das ist ein Stangensellerie, ein Staudensellerie auch genannt. Ein ganz hervorragender Geschmacksträger, insbesondere für so eine Fischsuppe. Ebenso ein hervorragender Bestandteil für Meeresfrüchtesalat, alles was mit Fisch zu tun hat, weil Staudensellerie einfach enorm geschmacksintensiv ist und auch roh ganz klasse ist in Salaten mit drin. Kannst du einfach so essen. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Vielleicht mal mit der Joghurt oder so. Einmal freie Sache. Den kann man auch einfach so essen. Einfach so. So, ihr seht, wir haben alles geschnitten. Wir haben es in Streifen, in Würfel, hochkant, rechts und links wunderbar geschnitten. Wir haben Champignon geschnitten. Dann haben wir auch schon unsere Kräuter geschnitten an Schnittlauch. Wir haben hier Basilikum und Salbei geschnitten. Dill geschnitten und Petersil geschnitten. Hier haben wir ein bisschen an Knoblauch und zur Feinabstimmung noch etwas Chili oder mit Peperoni, den wir dann natürlich auch rausnehmen können, wenn die ganze Sache irgendwo zu scharf wird. Ihr habt vorher gesehen, wir haben schon im Topf die Zwiebeln, die Tomaten und den Reis. Jetzt gehen wir mit dem zum Topf und dann machen wir weiter. Der Reis darf ruhig noch einen Biss haben, weil es dauert ja noch eine Zeit lang, bis wir soweit sind. Jetzt tun wir schon mal das ganze Gemüse rein mit den Kartoffeln, weil das hat ja auch eine gewisse Dauer, bis es denn fertig ist. Auch hier können wir jederzeit noch mit einem Schuss Weißwein dafür sorgen, dass hinterher der Geschmack in Ordnung ist. Jetzt lassen wir das mal kurz garen. So, jetzt habe ich nochmal einen Nachschub geholt vom Fischfond. Den geben wir gleich mit drauf. In der Zutatenliste steht 1,5 Liter, aber wie gesagt, das sind circa Angaben. Und wenn jetzt einer die Suppe ein bisschen dicker haben möchte, dann tut er ein bisschen weniger rein. Und wenn er jetzt ein bisschen dünner haben möchte und flüssiger, dann tut er halt ein bisschen mehr von dem Fischfond rein. Das ist wie gesagt kein Muss, sondern es sind lauter Kann- und Circa-Angaben. So, jetzt lassen wir das Ganze so lange durchköcheln, bis unser Gemüse fast, ich sage nochmal, fast gar ist. So, jetzt halt, schauen wir mal. Am besten ist, ihr nehmt immer an Kartoffelwürfel und schaut doch mal, wie weit ist denn der? Dauert noch ein bisschen.
höchste Zeit, dass wir jetzt unsere Champignons dazugeben. Wir können jetzt bereits auch mit unseren Kräutern würzen. Und da schaut ihr bitte auf die Zutatenliste. Und ich sag's nochmal, es ist kein Muss, was da drauf steht. Wenn jetzt einer sagt, ich mag keinen Rosmarin, dann lass den Rosmarin weg. Wenn jetzt einer sagt, ich mag keinen Estragon, dann lass ihn weg. Bloß bitte tut's mir da jetzt keine Vanilleschote rein oder sonstige Scherze, sondern macht's einfach das, was da dazu passt. Ich habe jetzt hier ein bisschen an Oregano, ein bisschen Rosmarin, nicht zu viel. Estragon bitte nicht unterschätzen, der würzt sehr stark, gerade in so einer Suppe. Ein Hauch von Thymian. Was wir auch schon zugeben können, ist etwas vom Chili. Und hier auch ganz vorsichtig würzen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja die hier auch drin. Ja? So. Das Ganze wird jetzt nochmal circa 3-4 Minuten dauern. Und dann sind wir gleich wieder da. Unsere Kartoffeln sind weich. Jetzt kommt noch die Feinabstimmung. Wir schmecken jetzt noch ab. Und dazu haben wir hier diese kleinen Mini-Förmchen. Das sind Safranfäden. Und ich empfehle, einfach diese Fäden in etwas Weißwein einzuweichen. Denn dann geben sie so richtig die Farbe ab. Noch besser ist das Ganze, oder noch mehr zur Geltung kommt das Ganze, wenn ihr Safranpulver habt. Nicht einfach das Safrandöschen aufmachen und jetzt da reinschmeißen, weil das löst sich kaum auf. Hier seht ihr schon, es verfärbt sich schon gelb, etwas einfach dazugeben. Du hast jetzt dafür einen 5er Safran reingehört, oder? Ein 5er, jawohl. Okay. 5er. So, dann haben wir unsere Kräuter, die wir dazu tun. Was auch noch dazu kommt, etwas Kurkuma. Wir wollen ja eine Farbe haben, aber wie gesagt, nur etwas, denn auch Kurkuma schmeckt unglaublich vor. Noch etwas mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dill dazu. So, und wer jetzt meint, er muss noch die Suppe etwas binden, das heißt noch etwas mehr oder etwas dicker machen, dann kann ich ihm empfehlen, nehmt eine Schüssel, wegkommen von der klassischen Mehlschwitze, einfach eine Schüssel nehmen, etwas Weißwein und Fischfond und dann je nachdem entweder mit Mehl oder mit Reismehl binden, was wir ja vorhin schon gehabt haben. Bleiben wir heute mal beim Mehl. Wir machen ein sogenanntes Dorgal. Aber wie gesagt, nicht zu viel, denn wir wollen hier dicke gebundene Suppe haben, sondern wirklich nur leicht abgebunden. Kurz aufkochen. Manch einer fragt sich jetzt, wo bleibt der Fisch? Der kommt sofort. Denn wer sich erinnert, wir haben vorhin den Fisch bereits gewürzt und der Fisch braucht, weil er ja geschnitten ist, in dieser Suppe überhaupt nicht lange. Jetzt probieren wir die Suppe. Wenn die Suppe jetzt schmeckt, tun wir den Fisch dazu. Du nicht? Das wundert mich. Ja, ist zu wenig Alkohol drin, ich weiß. Ist zu wenig Alkohol drin. Aber viel zu wenig Salz.
Also, wir würzen noch etwas nach. Da viel Zeit. Genau. Auch die Schärfe darf noch etwas sein. Das heißt, wir bringen noch etwas von unserem Chili-Pulver mit ein. Aber sonst liegen wir, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja? So ein Restfischfond. So. Aufgeräumt ist. Genau. Und jetzt sind wir so weit, dass wir unseren Fisch zugeben. Und bitte, wenn jetzt der Fisch dazukommt, nicht mehr umrühren wie verrückt, sondern wirklich bloß noch den Fisch vorsichtig unterheben. Hier haut es sonst kaputt. Vorsichtig unterheben. Wir haben hier noch eine Sahne, ja. Die kommt dann noch dazu, das machen wir im gleichen Atemzug. Holst du den Fisch? Ich probiere es nochmal. Aber den richtigen, gell? Gehst du weg vom Bier. Das ist ja nicht so falsch. Unser Fisch ziehen wir jetzt ein bisschen zur Seite. Hoppala, dann müssen wir aber weit weggehen. Und da ist auch noch eingeschalten. Fisch vorsichtig. Vorsichtig. Zugeben. Am Anfang macht es noch nichts, wenn ihr da jetzt einmal durchrührt. Aber später, wenn der Fisch angegart ist, wird ihm hier jede Bewegung schaden. Ja? Dass es jetzt gar nicht mehr so schnell aufkocht, tun wir noch unseren Schuss Sahne dazu. Mehr brauchst nicht. Oft ist es auch gescheiter, man tut jetzt doch einfach nur so den Topf durchschwenken. Wie gesagt, vorsichtig. Und den Fisch einfach bloß noch ziehen lassen. Geschmack passt, Konsistenz passt. Der muss jetzt nicht mehr aufkochen. Deckel drauf, zur Seite bloß noch durch und gar ziehen lassen. Wir haben jetzt bei dieser Suppe eine Hechtsuppe. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe aber noch Garnelen, ich habe Muscheln, ich habe was weiß ich. Ja bitte, dann tut es mit rein. Natürlich, je mehr Einlage da drin ist, desto besser. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Dazu ein Knoblauchbaguette oder ein Kräuterbutterbaguette, ein schönes Toastbrot oder sonst irgendwas. Es ist einfach Weltsache. Und gleich werden wir anrichten. So, liebe Freunde, wir sind kurz vor der Vollendung. Ihr habt es gelesen, auf der Zutatenliste steht noch der Nolli Brat drauf. Wer sich jetzt fragt, was das ist, das ist ein französischer Wermut. Der ist ganz hervorragend geeignet, um so eine Suppe abzurunden. Oder eben auch der Pernod, das ist ein Anis-Schnaps, eine Anis-Spirituose, die auch ganz hervorragend geeignet ist, noch den letzten Kick in so eine Suppe reinzubringen. Das machen wir jetzt noch und dann werden wir anrichten. Fix da mal, du bloß schau, dass das Glas hier gibt's dir, jetzt saugt er meinen restlichen Alkohol immer weg. Wissen, also, Entschuldigung, also, bitte schwer um Verzeihung, also, das ist ja unglaublich. Ja, mit was vielleicht, dass du arbeiten musst, gell? Reicht völlig. Ja? So. Und jetzt? Jetzt können wir es uns schmecken lassen. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. So, gut Leute, die Nummer ist durch. Ich bin wieder mehr als erschlagen, was der Frankie uns da heute wieder alles gezeigt hat. Das ist einfach irre, was du drauf hast. Das ist brutal. Vielen Dank, dass du uns die Zeit, dass du die Zeit nimmst, um das mit uns zu machen. Ja, gerne. Das ist gerne. Echt gigantisch. Verfolgt ihn auch ein bisschen. Es ist auf Facebook-Seite, ist jetzt auch da, gell? Mhm. Ja, weil ich hab so im Gefühl, der hat noch was in Hinterhand. Der wird uns demnächst einmal mit irgendwas groß überraschen. Aber wie gesagt, schaut einfach auf die Facebook-Seite von ihm. Werdet ihr sehen, jetzt würde ich sagen,
nach dem, was man jetzt daheim geleistet, also du geleistet hast. Ja, und was du dir geleistet hast. Vielen Dank, dass du auch die humoristische Sache mitgemacht hast. Zum Wohl. Zum Wohle. Prostata. Also nochmal, Frankie, vielen Dank. Boah, ist der lecker. Ja. Sau gut. Ich hol gleich noch mal an. Wie gesagt, vielen Dank. Und für euch, wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ciao, sagt der Gartengisi.